Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass Johann Strauss ein Genie war. Die ganze Familie Strauss war eigentlich so. Sie konnten sich inspirieren lassen, neue Musik zu komponieren durch die ganz normale tägliche Sache, die sich um sich herum hörten. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Josef Strauss, einer der Brüder, eines Tages saß er auf seinem Pferd auf dem Weg ins Konzert und hörte sich ein CD an. War ein moderner Mensch. Nicht? Und er musste auch noch zum Schmiede, weil das Biest brauchte neue, was ist das, Winterreifen? Hufeisen. Ah, ich vergesse das immer. Hufeisen. Ich weiß nicht, ob Sie mal in einer Schmiede waren, Damen und Herren, aber das ist ein schrecklicher Lärm, wenn die Kerle da auf den Amboss schlagen, das Feuer spritzt eine um die Ohren. Und genau dort, in dieser Schmiede, bekam er plötzlich die Inspiration, eine neue Polka zu komponieren. Feuerfest hat er sie genannt. Und die spielen wir jetzt für Sie. Aber um die zu spielen, brauchen wir einen Amboss. Aber wir haben natürlich alles dabei. Kannst du es mal bringen? Da ist es. 750 Kilo macht er ganz alleine. Der stärkste Mann der Welt, Mario. Okay, das ist gut. So, das ist gut. So, jetzt haben wir einen Amboss. Jetzt brauchen wir noch einen Schmied. Ich habe ein sehr talentiertes Orchester. Meine Damen und Herren, alle haben sehr viele Talente, so auch mein erster Kontrabassist. Er kommt aus Paris, er ist ein fantastischer Musiker und er ist Schmiede. Geben Sie mal einen Riesenapplaus, Roland Lafosse. Oh, er will sein Instrument stimmen. Gib ihm einen A. Ist perfekt. Perfekt. Er ist Franzose. Okay, très bien. Aber das geht doch gar nicht, der kann doch so nicht spielen, der sieht doch gar nicht aus wie ein Schmiede. Das spricht nur Französisch. Was ist ein Schmiede auf Französisch? Ein Croissant. Ein Croissant? Nein, das glaube ich nicht. Monsieur Croissant, wie sagt man das in Französisch? Ausziehen. Striptease. Moulin Rouge. Hey.
Applaus für unsere beiden Schweden. Oh, oh, oh. Ah, glücklicherweise sind wieder zwei vernünftige Menschen. Sie räumen immer alle Schweinerei auf, die beiden machen. Und das machen sie hervorragend, meine Damen und Herren.